Und da geht es weiter mit Faircraft, hä? Bitte, Liz. Bitte, bitte, Liz! Da, geh einfach. Guck mal, Liz. Geh dahin. Na gut, bin unterwegs. Na also. Können wir eigentlich so eine Maus auch killen? Bin in Position. Oh, wie süß die hin und her rennt. Zum Teufel. Die arme kleine Maus, Rattenmaus. Oh nein, die war so süß. Aber ich dachte, es gibt vielleicht so ein Ultra-Mäusepelz jetzt, aus dem wir uns so ein Ameisen-Kniedergehäuse bauen können für unsere Waffen. Schade. Buh. Da ist alles voller Weed. Hier drin ist alles voller Weed. Hier ist ganz viel Hundefutter. Und jetzt? Was habe ich jetzt aus dieser Erfahrung sammeln können? Habe ich jetzt Hundefutter? Also ich meine, können die Hunde jetzt einfach Hundefutter naschen? Was ja auch sehr schön ist für sie. Kann man die... Warte mal, warte mal. Ah, ich wollte doch eigentlich... Wollte ich nicht eigentlich auch irgendwelche Sachen abfackeln? Ja, ne? Eigentlich schon. Naja. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier... Wir wollen noch die Mission machen mit dem Fisch. Ich fahre jetzt einfach. Wir haben ja schon eine Angel. Ich fahre jetzt einfach mit. Ich fahre Fliege. Jetzt einfach mit dem Dodu-ähnlichen Ding hier. Ist die Troller drin? Scheinbar schon. Ich will nur darüber fahren. Wisst ihr? Okay. Ich will gar nicht fliegen, ich will nicht fliegen, nee, ich will. Okay, da hat jemand. Oh shit, das hab ich nicht vor, ich will. Es ist doch ein Wahnsinn. Ich wollte eigentlich nur darüber fahren, dann aussteigen. Ich weiß nicht, wie man bremst. Wie retarded ist das? Lass mich doch erstmal in Ruhe mit deinem Scheiß. Oha. Aber der Fisch da eben hat irgendwas. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die haben direkt so ein Überboot. So. Wo ist, Liz? Liz, siehst du mich? Und weißt du, wo du bist, Liz? Merkst du was? Merkst du vielleicht diesen kleinen, aber feinen Unterschied? Sie kommt echt jetzt hierher und kam davor nicht auf die Idee. Jetzt kommt sie. Ich pack's nicht. Schwimmt sie jetzt einfach hierher? Ja. Na, warum auch nicht. Also, wir angeln jetzt. Man muss die Angel auswerfen. So, und dann Leine so ein bisschen wackeln und dann das irgendwie... Ja. Ja. Achso, das ist ein Toter. Pff. Ich dachte, hä, ist der Fisch abgefallen? auf ein neues. Es ist gar nicht mal zack so einfach. Wer dann soweit? Ha! Hole den Fisch. Ermüde ihn, indem du hin und her wackelst. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen. Wenn sonst reißt, ist der Fisch müde, hol ihn ein. Der Fisch ist sofort Miet, und er springt dich um! Miet! Miet! Ich stehe jetzt mal Miet. Warum wird die Leine nicht rot? Das ist eine ultra krasse Überleine hier, die wir hier haben. Alter, was ist das für ein Riesenvieh? Ah! Nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Oh Gott, das ist doch lächerlich, oder? Das ist doch lächerlich! So, ran jetzt! Komm! Bitte! Könnt ihr... Ja! Ja! Anschlagen! Okay! Komm zurück, komm zurück, komm zurück! Oh, nach links, nach links! Ja! Nach rechts, nach rechts! Nach hinten! Ich bin so ein richtiger Angler, krass. Ah! Komm! Nein! Jetzt darfst du nicht! Angeln ist schon ein schwieriger Sport. Das darfst du nicht vergessen. Ah! Steinarsch, da ist er ja.
Aber wir müssen einen Löffelstör finden. In Das war doch jetzt nur so ein Hans Wurst, so ein kleiner. Komm her, du kleiner Steinarsch. Da kommen sie schon. Bam! Ich habe nicht drauf geachtet. Das war bestimmt der Steinarsch. Shit. Okay. Komm her. Komm her. Ja, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir. Halt! Wer droht? Hör auf. Okay. Jetzt sind wir zurück. Halt! Oh, die wird rot, hör auf. Oh, der ist richtig, der ist so ein Bock. Das ist so ein richtiger Bock. Das kann ich direkt von hier sehen. Geschlecht, männlich. Weiblich, sucht, Bauer, Frau. Okay, mach langsam. Und wieder ein bisschen nachgeben. Du musst den müde machen, den Fisch, sonst kommt er nicht. Er kommt sonst nicht zu dir, ganz vergessen. Und dann ziehen! Warte mal. Okay. Und genug Leine gegeben. Halt mal auf! Komm jetzt bitte mal her. Oh Gott, die Leine reißt gleich. Boah! Jetzt! Ranziehen! Aufkommen, du bist doch voll close! Boah! Liz, ich hab'n Hai! Liz, wo hab ich den hingemacht? Rookie, du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt doch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen. Der Nebel steigt auf. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet, tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. Da hinten rennt was. Wie der Marshall. Okay. Okay. Gut. Weg mit der Angel. Ja, da musst du halt aufpassen, ne? Wenn die nachts ins Lager kommen, musst du ins Bett. Ein Vorteil. Ey, wir haben so viele Vorteilspunkte. Lass mir hier mal die Vorteilspunkte rauskloppen. Die können wir uns jetzt um die Ohren hauen, die Dinger. Ja, hoppala. Ja, wir haben so einen Löffelstör easy gefangen. AKA Riesenhai. Wir haben 19 Punkte. Was gibt's denn da alles? König der Fische. Fische werden schneller, müde und neue Fliegen werden im Angelslot des Werkzeugrades freigeschaltet, um größere Fische zu fangen. Not bad. Der Schweißbrenner wurde dem Werkzeug hinzugefügt. Öffne Saves. Batsch. Gelernt. Tierangriffe verursachen weniger Schaden. Raubtiere außer Judges greifen... Judges sind die Viecher von denen, okay. Greifen nicht an, sondern Gegner in deiner Nähe. Beutetiere... Das ist ja nice. Das machen wir. Okay, was ist das hier? Schwarzmarkt. Fernzündungs... Ah, das bräuchte ich dann natürlich auch noch, um einfach ein bisschen coole Sachen kaufen zu können. Erbeute doppelt so viel wie bisher von Tieren. Komm, wir machen das hier noch, diesen Schwarzmarkt. Und dann gehen wir nächstes Mal in die andere Skillung rein. Jetzt haben wir schon echt viel weggekloppt. An Skillmitteln. Die Liste ist ganz cool. Nur kommt sie nicht automatisch hinterher. Das ist irgendwie kacke, aber hey. Es ist halt da, Venus. Können wir uns jetzt eigentlich teleportieren? Was ich nicht zwingend machen will. Ich will es nur gucken. Wir könnten uns jetzt schnell hin teleportieren. Aber es ist schon nice, mit den Dingern zu fahren. Also wir blubbern hier mal... blubbern hier mit dem Ding noch nach da drüben. Denn... Tschüss, Liz. Wisst ihr was? Da ist noch ein Safe, den wir jetzt knacken können. Ganz, ganz locker. Dose werfen. Easy. Haha. Voll die Umweltverschmutzung. Schiii. Die fange ich. Tschüssi, wo bist du? Da ist runtergefallen. Oh. Hallo Leute. Könnt ihr kurz noch Platz machen? Gleich da. Okay, läuft. Und die Angel ausgepackt. Der Safe ist da hinten drin, in diesem Teil. Da war er, glaube ich, drin. Können wir bitte eine Waffe nehmen oder so? Jetzt habe ich doch keinen Ring dabei. Keinen Bogen. Kannst du mal die blöde Ding weglegen? Na also. Jetzt. Schön, dass der Fluss endlich befreit ist. Okay, ich hätte schwören können, der Safe ist hier. War der Safe nicht da? Shit, ich habe keine Ahnung, wo der Safe ist. Okay.
Nächste Mission. Ja, Herausforderung. Ne, nicht Herausforderung. Was ist das hier? Online. Ah ja. Live-Events, Arcade, Freunde einladen. Charakteranpassung ist mir, wie gesagt, ziemlich egal. Logbuch. So. Öko-Guerillas. Henbane River. Xander hat Boote gesehen, die Bliss-Container den Henbane River herunterbringen. Finde ihre... Okay. Machen wir. Bestimmungsort finden und zerfisten. Belohnung. Belohnung? In Helikopterläden freigeschaltet, den Tulip. Nice. Das ist gut. Da sind zwei Markierungen. Ah, da. Da, wo wir vorhin schon waren. Oh, jetzt ist die Schnellreise hier nicht verfügbar. Da blubber ich jetzt aber mal geschwind hin. Oder sind wir noch nicht so weit gewesen? Ist das noch ein Kaff weiter? Wir haben das noch gar nicht entdeckt gehabt. Kann sein. Du kamst, um Antworten zu finden. Möge der Pfad die Wahrheit enthüllen. Jemön. Ja, das ist dieses Camp gewesen. Dann gehen wir direkt darüber zum Ziel. Warum haben wir jetzt den Bogen nicht mehr? Warum habe ich ihn weggelegt, ich Grasdackel? Oh. Da oben steht die Statue, die können wir bestimmt einreißen. Irgendwann. Das Schwimmen wirkt richtig schwer. Wie durch... Bei der Liste ist es so wie... Lestest du was an? Lest auch gut. Wir brauchen unbedingt ein Ding. Ein Bogen wieder. Mist. Wir brauchen mehr Plätze. Wir brauchen mehr freie Plätze. Jetzt könnte ich wieder perfekt Sneaky Biggy Action machen. Jetzt kann ich es nicht. Ich sehe die Kultisten. Pass auf mich auf. Oh, wir versuchen uns den direkt zu holen. Den da. Der dreht sich wahrscheinlich gleich um. Dann schnappen wir uns. Ist da hinten noch einer, ne? Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Zack. Haha. Aber hier ist doch 100 Pro. Jo, mach das, Liz. Okay. Vielleicht ist noch einer auf dem Dach. Ich gehe zuerst aufs Dach hoch. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einer chillt. Hallo? Knapper Shit. Hey, ich kann nicht vorbei. Schieb mal deinen fetten Arsch weg. Liz! Jetzt muss ich einen riesen Bogen machen, dass er mich sieht. Liz, ich hasse dich. Alter, wie er sich voll umgedreht hat. Guck mal, Liz, so macht man das. Bumm. Hast du gesehen? Was zum Teufel geht hier vor sich? Du hast absolut recht. Hinter uns hat jemand eine Leiche entdeckt. Pass auf mich auf. Wir nehmen uns jetzt die Wurfmesser. Wir müssen den finden, der das war. Da ist noch einer. So, jetzt kommt der Wurfmesserwurf des Todes. Zack! Okay, lass dich nicht für dumm verkaufen. Hier treibt sich ein Bär rum. Okay, lass dich nicht für dumm verkaufen. Läuft. Ich gehe da lang. Ich glaube, der kommt jetzt hier gleich hoch. Ja. Na 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 na. Wie ist den weggehauen hat, oh mein Gott, nice. Achtung, passt auf. Ich glaube, es ist Ruhe. So schnell kann es gehen. Ja. Sieht gut aus. Weil es so laut war, gell? Ja. Lauter Sachen können einem halt Kopfschmerzen. Boah, wir haben so viel Geld mittlerweile. Alter. Mehr, Wir sind reich wie ein Scheich und haben diesen PC. Warte, bis der Hack abgeschlossen ist. Das ist ja irgendwie keine Herausforderung. Hör auf dich zu drehen. Verlang mal hier. Okay. Hat es funktioniert? Ja, ne? Oh Gott, bitte, ich hab's bitte nicht kaputt gemacht. Was ist jetzt schon? Oh. Wow. Was passiert hier? Ich weiß nicht, was hier passiert, aber die ganze Lagerhalle fliegt da unten in die Luft.
Was haben die gemacht? Sind die dumm? Ah, Zivilisten, shit. Ich komme nicht ran, schlechter Winkel. Wir brauchen Molly. Aha. Wow, wow. Liz? Liz. Ich darf den normalen Menschen nicht immer abknallen. Heidenei. Oh, was haben wir hier? Sehr geehrter Mr. McDivitt, uns haben Beschwerden erreicht, dass auf Ihrem Standort auf Misty River Gas, einer Tochtergesellschaft von Golden Valley Gas, ein MG-Geschütz auf dem Dach montiert ist. Dies schadet unserer Corporate Identity und unserem Ruf als führende Ölgesellschaft Montanas. Bitte entfernen Sie sämtliche Geschütze an Ihrem Standort. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, wird dies zum Entzug Ihrer Lizenz als Franchise-Inhaber führen. Mit freundlichen Grüßen, Your Mom. Ist die Mission jetzt hier wirklich... Was ist das? Oder geht es immer noch darum, dass wir die alle killen müssen? Das hat so richtig gesessen. Und da habe ich das Ding echt kaputt gemacht. Das wäre jetzt wirklich ein Scherz. Hat die gerade Arschkrampe gesagt? Gib mir Deckung. Könnte echt sein, dass ich die alle noch killen muss. Gehen wir halt mal rum. So, das war's jetzt aber auch schon, ne? Liz, haben wir irgendwas falsch gemacht? Ist die Mission zu Ende? Finde ihr bestimmt. Ach so, ich habe jetzt ich habe jetzt wahrscheinlich die Bestimmungsorte gefunden, ne? Oder? Leute, waren das jetzt die Bestimmungsorte? Ist das jetzt alles richtig? Es heißt, der Marshall wäre bei Faith. Warte kurz, noch einmal nachschauen. Okay. Wir können auch hier nur fortsetzen, so wie wir sind. Es gibt keinen Rückschritt oder sowas. Er leuchtet noch. Das war nicht so übel. Habe ich das Ding jetzt im Ernst kaputt gemacht? Das ist doch echt ein Riesenscherz, oder? Okay, warte, dann gehe ich kurz auf Beenden. Das hatten wir gerade vor 2 Folgen. Da war es aber nicht meine Schuld. Da bin ich gespawnt und wollte anfangen aufzunehmen. Auf einmal ist die Auftraggeberin tot. Die lag einfach im Wasser rum. Also, ja. Aber das war jetzt, glaube ich, meine Schuld. Naja, nein. Mal gucken, ob es jetzt dann direkt wieder weitergeht oder eben nicht. Und dann machen wir halt was anderes. Was soll's? Na? Hacke den Laptop. Grün. Konzentrieren, wenn so viele Drogen im Umlauf sind. Ne, es hat scheinbar echt funktioniert und wir haben jetzt halt die Orte. Also es muss funktioniert haben. Steht das jetzt hier drin? Ja. Mir fehlt nur die Markierung. Also es sind so viele Markierungen hier, dass ich gar nicht weiß, was ist. Hallo, hallo? Hallo, hallo? So Schreine. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich mache es hier einfach weiter. Ich wähle jetzt eine andere Mission aus. Und hoffe einfach drauf, dass das hier Trinkwasserversorgung, dass das schön angezeigt wird. Da hinten, sehr gut. Und da fahren wir jetzt hin mit Liz. Und zwar... Alles so schnell. Komm mit Liz, wir kaufen uns jetzt einen Heli. Das langt mal jetzt mit dir, Liz. Das ist jetzt Helikopterzeit. Fliegt doch irgendwo einer, da oben. So. Also... 4290. Da kann man es jetzt easy einholen. Ich hoffe, dass die dann für immer sind, dass wir den dann einfach kostenlos rufen können. Das ist ein leichter. Er hat kein Martinshorn, okay. Und was ist das hier? Nur ein Rotor, nur ein Motor. Okay. Ich weiß nicht. Wir holen uns jetzt einfach mal den hier, denke ich. Kaufen. Ja. Gekauft. Farbtechnisch wollen wir natürlich, es ist klar, diesen ultra coolen grünen nehmen. Yep. Ja, fahren, ne? Ja, Spawn. Ah, Spawn, sehr gut. Cool. Das heißt, den haben wir jetzt feste. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
können wir von so Helikopterplattformen einfach immer schön mit dem Heli fliegen. Kommst du rein? Da hängt auch so ein Teil. Cool. Nur Trottel gehen zu Fuß. Nur Trottel gehen zu Fuß. Wer fliegt da eigentlich? Sind das Feinde oder sind das die Gute? Hallo? Bösewichte! Das sind Bösewichte! Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einfach verrecken. Ich dachte, dass wir die so ein bisschen wegschieben und die vielleicht in die Luft fliegen oder sowas oder irgendwas abbricht, so wie bei GTA. Wisst ihr, dass die Rotorblätter wegfliegen und man dann irgendwie abstürzt? Naja, das Spiel ist nicht so, wie ich es... Also es ist, ja, mit solchen Sachen habe ich nicht gerechnet. Aber ist nicht schlimm. Dann hätte ich jetzt halt doch gerne mal so einen fetten Luftfight gemacht da oben mit euch, ja? Na, wen haben wir denn da? Oh, shit. Ist in Ordnung, ich verpiss mich. Helikopter, ich brauch dich schnell. Kostenlos, versteht sich. Da ist er. Spawnen. Ja. Kannst du halt nicht gespawnt werden. Fick doch dein Gesicht! Auch weil wir im Kampf sind wahrscheinlich, ne? Lande doch, ja, komm runter. Boah! Okay, das ging schnell. So, jetzt geht's bestimmt. Und er sagt bloß, er hat grundsätzlich einen Cooldown, das wäre ja wirklich frech. Ja. Na also, war nur wegen dem Fight. Boom, 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 boom. Was ist das denn jetzt? Steig ein! Trulli, komm. Was geht's? Ah. Here we go. Was ist da unten? Ist das jetzt so ein Boot oder was? Nee. Wir gehen jetzt hier rüber und machen das erstmal. Oh. Das ist aber was Größeres, ne? Das ist deutlich größer als geahnt. So. Ich gucke jetzt, was man da oben in dem Turm machen kann. Okay, ich hol dir vor. Pass auf mich auf. Ort entdeckt. Beifußhuhn. Oh. Liz, 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 was haben wir denn hier? Hier haben wir schon mal ein Gewehr mit Scope drauf. So. Ha. Gib dir das Zeug rein, ajo. Die Schüsse brauchen etwas. Macht natürlich Sinn. Ich kletter runter. Ja, ich geh jetzt auch runter. Ja, geh mal ran. Ich brauche unbedingt den Bogen für langsame Action. Bam! Weggeklatscht. Ah, schade. Den einen müssen wir dann noch legen, glaube ich, den da. Naja, schön dich gekannt zu haben. Aha. Bam! Ah, ich komme! Au! Können wir die jetzt nicht... Ich dachte, ich kann dann irgendwie so ein Critical machen, wenn die da rumliegen auf dem Boden. Aber scheinbar kann ich hier einfach nur treten. Und das reicht dann schon vollkommen. Ich kann nicht mehr! Wie, du kannst nicht mehr. Die sieht aus wie die Liz. Macht die uns jetzt schon verreckt, die Frau? Das ist ein Mann. Der Mann sah aus wie die Liz. Wir können da nicht rein. Und hier stinkt es überall nach dem Zeug. Das ist schlecht. Können wir hier irgendwie... Aha, nein, die Liste bringt auch nichts. Hier ist alles zu. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Ha, eine Karte. Welcher ist denn der Pumpenraum überhaupt? Da kommt man nicht rein, ne? Ne. Wie schwarz meine Hose ist. Was haben wir denn da vorne? Das ist auch nochmal ein weiterer Raum. Eben auch so ein Räumchen, das wir eigentlich nicht rein können. Wir brauchen diese Schlüsselkarte, so wie vorhin auch mit den Hunden. Die hat bestimmt einfach jemand dabei.
Sicherlich ist es diese Person. Klein Vieh macht auch Mist. Nein. Du? Ich höre ein Lied. Sogar ein sehr schönes Lied. Oh oh. Eine Abwechslung. Lässt nicht einfach irgendwelche Lieder hören, ist nicht gut. Ah. Gott. Was geht hier ab? Dieser Effekt ist echt cool. So. Wasser ablassen. Vielleicht sind die Pumpenräume jetzt offen. Nein. Was ist das? Aha. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden stellt all jene offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Nee, das passt schon. Ich will in keinen Schrein. Sind die jetzt neu gemacht? Ich glaube schon. Nee, irgendwie nicht. Warum ist es da drüben grün und das hier rot? Und jetzt? Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Achso, oder kann ich da unten durch? Bisher muss ich da unten vielleicht einfach... Ja, das wird's sein. Hello. Aha. Boah. Wer macht sowas? Schnell, bevor das Wasser kommt. Schnell, schnell, schnell. Nee. Oh. Oh. Oh no. Und wie komme ich da jetzt hoch? Ah, da drüben, einfach da drüben. Ha! Easy! War ja gar nicht mal so schwer. Okay. Nur dieses Schwabbelzeug, das nervt halt ultra. Notausgang ist nach wie vor verschlossen. Hat hier irgendjemand einen Schlüssel dabei von euch? Das lässt es einfach alles so verschwimmen hier. Hier sind drei Pumpen. Zerstöre die Pumpen in jedem Gebäude. Da haben wir doch sicherlich was Leckeres dabei, ne? Ich dachte nur, die hinteren zwei gehen maximal hoch. Aber naja. Huch. Hä, warum geht mir automatisch eine Lampe an? Was soll denn das? Naja. Krass, dieses Besoffene. Jetzt gehen wir noch rüber in den anderen Raum. Hallo? Und zwar müssen wir noch hier rein. Da ist offen. Oh shit, ey. Shit. Shit, shit, shit. Wollen wir sie uns? Gottes Willen. Peggy! Sie ist einfach über uns und macht voll Radau. Ich dachte jetzt irgendwie, dass wir durch diese Wahnvorstellung jetzt hier auf einmal einen Hai sehen oder sowas, der uns hier auf einmal angreifen will. Aber scheinbar... Ist das nicht der Fall? Getroffen! Mach doch mal low. Das tut echt weh! Du kannst das Wasser stoppen. Oh. Aber nicht das Blitz. Oh. Das ist mega. Das ist mega. Ich brauche hier mal Hilfe! Peng! Jawohl, Türen entriegelt. Ich komme! Nein! Ich brauche Hilfe! Ah, shit! Ans Leben klammern kann ich jetzt nicht, weil sie ja auch down ist. Ah, ich darf nicht einfach so rausrennen. Ich darf nicht einfach so rausrennen. Es ist, Ich brauche Hilfe! Ich bin doch schon down! Finde die! Das ist echt ein beruhigendes Bild hier. Schäh, schäh. Video, Bild, bearbeitetes Dingens, Animation. Herrlich. So, Fade. Sind wir jetzt gut wieder beisammen? Passt alles. Habt ihr das gesehen? Oh Gott,
Dir schwirrt sicher der Kopf. Ja. So viele Wege zur Auswahl. Was glaubt man, wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Hm. Der Pfad schenkt Klarheit. Komm mit mir und ich zeige dir den Pfad. Erzähl mir doch keinen Schmarrn. Erzähl mir einfach keinen Schmarrn. So. Wenn ich dem hier, dieser Mission hier folge, habe ich kein Missionsziel. Die Sekte führt nichts Gutes im Schilde. Ach doch! Ist es das jetzt? Du wurdest gesegnet? Okay, ich habe ein GPS-Signal. Ja! Jetzt können wir die Boote verfolgen. Na also. Du solltest dem Signal über den Luftweg folgen. Eddies Helikopter ist startbereit. Gib ihr Bescheid, dann kommt sie direkt zu dir. Aus der Vogelperspektive findest du die Bliss-Container leichter. Okay. Ja, Moment. Ich bin auch ziemlich am Verrecken hier. Alter, es ist einfach direkt über uns ein Helikopter. Ich glaube, es geht los. Gut gemacht, der Deputy. So, komm. Und die Linz oder wie sie heißt, schreit rum. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Nein. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Was ist dieser Helikopter jetzt? Okay, ich habe ein GPS-Signal. Jetzt können wir die Boote verfolgen. Sehr gut. Da brauchen wir aber selbst dann erstmal noch einen Helikopter. Da können wir vielleicht... Ach nee, wir brauchen nur die Alte rufen. Über den Luftweg folgen. Eddies Helikopter ist startbereit. Gib ihr Bescheid, dann kommt sie direkt... Okay, mach ich. Das gehen wir hier hin. Heli-Freihaus verschafft die Luftunterstützung und bringt einen Hubschrauber mit. Ja. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, dann zögere nicht. Mal genug gewartet, jetzt komme ich. Ja. Und ja, das ist zweideutig gemeint. Oh Gott. Ich krieg direkt einen Heli mitgeliefert. Yay. Berger direkt vor uns. Was? Das sind doch jetzt aber nicht Feinde. Was ist denn jetzt da vorne? Ist da jetzt die Ding hingefallen? Ah ja. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin okay. Kann ich vielleicht auch einsteigen? Kannst du vielleicht hier hin? Ich weiß nicht, ob sie das schafft, dass er hier landet. Sie ruft ja. Nein. Ich bin mitten in der Mission, ich habe jetzt keine Zeit. Ich glaube, sie rafft das nicht. Also sie kann hier nicht landen, das war einfach zu wenig. Kann sie vielleicht hier landen? Ah, sie kommt. Kommt sie runter? Ja. Ja, warte. Komm doch her. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Schnell steigen. Hier ist irgendwo diese Scheißkatze. Wie geht man? Diese Raubkatze ist hier irgendwo. So. Also, Trulla, los geht's. Können wir bitte da hinten hin? Oh Gott. Oh Gott! Sanitäter! Das Spiel ist so geil, Mann. So lob ich mir das. Schön kuschelig in meinem Vogel mit einem süßen Piloten und meinem Schatz Sander im Ohr. Lass mich bitte fliegen. Kann ich bitte das scheiß Ding fliegen? Die muss jetzt vor diesem Teil sitzen. Eben stand es da, glaube ich, gerade. Sage mal. Soll ich die Gosch halten, bitte? So. Oh, oh, oh. Der fräst einfach wie die Sau. Ich glaube, ich kann das Ding echt nicht fliegen. Warum darf ich das Teil nicht fliegen? Nein.
kann nicht. Ich kann es echt nicht fliegen. Was bringt mir dann dieser bescheuerte Helikopter, wenn ich doch... Wir müssen dahin. Ach so, warte, ich kann dir sagen, wohin sie sollen, ne? Bin die Nachhut! Roger! Dann dreh dich mal um. Nein, danke. Na doch. Gut! Doch, doch, danke. Dahin. Okay, das geht, so ein bisschen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das dir der richtige Weg sein soll. Dass ich sie so komisch steuere. Aber wir müssen weit da hinten lang, weit. Wir rennen jetzt da unten, ah, das ist die andere. Die muss echt nach Hause rennen, ne? Ungeladene Gäste, von dabei. Ja, läuft. So geht's, so kann man sie doch ganz gut steuern. Aber dass ich selbst nicht fliegen kann, finde ich echt schwach. Also vor allem, und dass man sie mit einem Kopfschuss, also was realistisch ist, sehr realistisch ist, direkt ausschalten kann und sie einfach hier rausfällt. Das stützt sich ja komplett jetzt ab. Jetzt habe ich mir einen Nagel abgebrochen und... Okay, Schätzchen. Hast du sich einen Nagel abgebrochen? Das ist aber echt tragisch. Na gut. Das geht echt. Das würde ich nicht tun. Da drüben hin. Weiter. Da rechts. Was ist das da eigentlich? Ein Schrein, aha. Ah, wir landen gerade da drüben, sehr gut. Ja, das Spiel hat schon so seine Eigenheiten. Aber, das ist eine geile Sache. Und weiter. Nicht jetzt. Darunter. Nicht landen. Nee, 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 nee. Wir müssen noch ein Stückchen. Was geht da unten noch? Passt auf mich auf! Da unten! Okay, warte, ich verlasse das Fahrzeug. Hab meinen Fallschirm am Start. So, chillig. Oh Gott, ich hoffe... oh nein, man fällt, man fällt. Au, au. So. Hey. Ist das der Ding? Beschlagnahmt, das gehört jetzt mir. Ist das okay? Ja, das finde ich sehr okay. Rette mich! Rette mich! Sag es seinen Kollegen. Bitte! Warum kann man Dosen schmeißen? Ah, einfach durch. Oh, fuck. Okay, ich setze jetzt zur Landung an. Na, mach das mal. Oh. Ach, krieg ich jetzt das... darf ich jetzt vielleicht fliegen? Darf ich jetzt vielleicht endgültig mal ein bisschen Ding fliegen? Ja! Ich mach das jetzt. Komm, steig rein, schnell. So. Oh, naja, Chewie. Du bist lustig, oder? Nice. Ja, sehr nice, ja. Okay. Da haben wir sehr gleich, die Bötchen. Dann machen wir die gerade mal noch down da in der Folge. Ich wollte die Folge eigentlich bei 30 Minuten lassen, aber manchmal muss man auch ein bisschen überziehen, ne? Kann man nichts machen. Vor allem, wenn man so oft failt. Folge war wirklich von Fails geprägt. Okay, wenn du meistens die Helikopter findest, folge ihnen. Die führen dich direkt zu ihrem Großlager. Okay. Gut. Scheinbar fällt es gar nicht auf, dass wir hier oben chillen. Gell, Peguard? Geh noch ein bisschen höher. Und dann passt es. Folgen oder abknallen? Hallo? Dann mache ich einfach mal die hinteren down. Ich glaube, das ist schon komplett weg. Das hintere läuft. Ich habe das vordere angeschossen. Vielleicht gar nicht so klug. Oh nein, ihr fahrt doch jetzt... Nein. Nein! Hey, ich nochmal. Tja, das GPS vom Boot ist weg. Scheiß Technik. Du musst quasi den ganzen Fluss absuchen. Irgendwo müssen diese Bliss-Container ja sein. Das machst du schon. Schärfe deinen Blick, verenge deine Chakren. Wenn du keine großen Bliss-Container siehst, bist du da nicht richtig. Immer den Fluss lang. Wir finden sie schon. Wie bescheuert ist das denn? Also es ist sehr realistisch auf jeden Fall. Es macht Sinn, ne? Bei anderen Spielen ist es dann so, dass die Gegner halt dann irgendwie unrealistisch lange überleben, weiterfahren oder wie auch immer. Aber es ist ja echt krepelig. Gut, die Mission geht ja weiter, von daher passt das.
Aber vorhin trete ich einmal gegen den Laptop, dann heißt es, das ist kaputt jetzt. Das geht nicht mehr. Das sind die Container da. Weiß nicht, was das ist. Was ist das hier? Da sind sie doch. Dann solltet ihr große grüne Bliss-Container sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht ja. Wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Verstanden, Muffin. Keine Verstanden, Sorge, die wird bereuen, mich und den Deputy kennengelernt zu haben. Oh yeah. Wow! Ich glaube, wir sind gleich im Arsch. Okay, ich versuche noch ein bisschen an Höhe zu gewinnen, um dann dementsprechend krass runter zu jumpen. Und zack! Um dementsprechend krass runter zu jumpen, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war wirklich genial. Das war schon gut. War schon gut gemacht. Komm mal auf den Schluck hier. Ja, ich sehe es von hier. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Verstanden, Muffin. Keine Sorge, die werden bereuen, mich und den Deputy kennengelernt zu haben. Wow. Dann holzen wir die einfach mal alle um von hier. Die andere ist unten. Sehr gut, die macht ihren eigenen Angriff. Finde ich nice. Das Gefühl muss man einfach lieben. Du schadest mir damit. Aber du wirst sehen, du schadest nur dir selbst. Nein, ich schade nur dir, du blöde Kuh. Da bin ich mir sehr sicher. Und daneben geschossen. Rettet die Bliss-Container! Oh Gott, die Altschüsse ist gleich ab. Die Alte ist gleich weg vom Fenster. Gottverdammt, jetzt habe ich Blut auf meinem Shirt! Die ist tot, okay. Das waren jetzt 11 von 20, um Gottes Willen. Doch nie im Leben so viele Container. Doch. Au. Alle Mann, zurückfallen! Aber ihr habt doch hier gar nicht genug Container für mich. Rückzug, los jetzt! Will noch jemand irgendwas, hä? Noch Fragen? Probleme? Haben wir hier vielleicht ein Problem? Ja, aber drin sind noch ganz viele. Passt auf das Bliss auf! Die dürfen es nicht zerstören! Doch, dürfen wir. An alle! Sie haben es auf das Bliss abgesehen! Ajo, mach was. Ist nicht mittlerweile klar geworden, dass wir genau das kaputt schießen, die ganze Zeit schon? Was war das? Aber wir sind hängen geblieben. Ich kann die Blisswolken von hier sehen! Giftige Freiheit in Reinform! Eddie hatte recht. Sechs Ding sein. Das weiß man bei Eddie nie so genau. Egal, bis später. Nice. GGEC, würde ich mal so behaupten, ne? War jetzt ja gar nicht so schwer. Nur mache ich oftmals echt irgendeinen Scheiß. Ich mache einfach echt dumm Zeug. Fliegt irgendwo hin und macht dann total bescheuerten Kram. Nun ja, Leute. Diese Folge ist somit dann auch erstmal vorbei. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit krasser Fuck-Reaction. Ciao, ciao.